Liebe Düsseldorfer, heute Düsseldorf aktuell ist in Fennhausen zu Gast beim Herrn Andreas Rinkus, deutscher Bundestagsabgeordneter und natürlich Kandidat für die nächste Bundestagswahlen am 26. September. Gleich wird Herr Andreas Rinkus ein paar Worte an Sie richten, warum Sie Düsseldorfer SPD wählen möchten oder wählen sollen. Danke. Ja, erstmal schönen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt und ich finde, wir haben uns den richtigen Tag ausgesucht, um ein Gespräch miteinander zu führen. Und sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich habe heute nach Fennhausen das Beste mitgebracht, was die SPD bringen kann, jedenfalls seit Rudi Carrell, das wunderbare Wetter, was wir übrigens dann solidarisch teilen werden. Sonnenschein und gute politische Gespräche sind doch das Beste, was man machen kann. Ja, ich bin heute tatsächlich in Fennhausen auf dem Freiheitsplätzchen. Wie toll ist das, dass man hier erleben kann, dass wir hier einen Wochenmarkt haben, übrigens auf Initiative der SPD, weil es wichtig gewesen ist, dafür zu sorgen, dass die Menschen gute, frische, regionale Produkte dann auch tatsächlich kaufen können, vor Ort, in ihrem Quartier, in ihrem Stadtteil. Und ich finde das wunderbar, heute Morgen hier zu sein und genau an dieser Stelle etwas zu tun, was wir Politiker ja am gernsten machen, also am allermeisten mögen, davon zu berichten, was wir getan haben, wo wir hinwollen. Die SPD ist im Moment auf einem guten Pfad. Wir sind offensichtlich in einer Situation, dass die Menschen sagen, Mensch, Olaf Scholz, dem trauen wir richtig was zu. Der kann echt ein guter Kanzler sein, der hat richtig Kompetenz, der hat auch die Ruhe, die er ausstrahlt und damit eine staatsmännische Wirkung. Und ich finde, mal abseits von parteipolitischen Fragen, ich bin natürlich geprägt durch die rote Farbe und dadurch, dass Olaf Scholz, den ich ja als Finanzminister und als Vizekanzler aus Berlin ja recht gut kenne als Abgeordneter, muss ich sagen, es ist ein Stück was dran. Manchmal ist es so, dass Olaf Scholz als dröge rüberkommt. Man sagt Scholzomat, das sind so Begriffe aus den letzten Jahren. Die Wahrheit ist, dass die Menschen jetzt verstehen, Angela Merkel wird nicht mehr lange da sein. Jetzt braucht es jemanden auf dem Steuer des großen Tankers der Bundesrepublik, jemand, der Druck aufs Ruder machen kann. Ich selber habe ein Motorboot-Binnenführerschein, deswegen weiß ich, ein bisschen Druck aufs Ruder braucht man, damit man lenken kann, aber eben nicht zu stark, damit eben niemand über die Brüstung fällt, damit niemand seekrank wird. Und das ist etwas, was die Menschen jetzt bemerken und entdecken. Ich will meinen Teil dazu beitragen. Ich bin im Wirtschafts- und Energieausschuss. Meine Leib- und Magenthemen sind die Energiewende und die Frage, wie können wir volatile Energien nutzen? Was meinen wir damit? Nämlich die Sonne. Sie wissen das, die Sonne geht morgens auf, geht abends unter, nachts haben wir sie nicht zur Verfügung, aber auch im Winter haben wir weniger davon. Deswegen müssen wir viel von der Energie, die die Sonne uns liefert, einspeichern. Für mich ist dabei der Wasserstoff im Vordergrund. Ich bin der Wasserstoffbotschafter des Deutschen Bundestages und finde, dass wir eine gute Zukunft haben können. Gut für unsere Kinder, gut für uns selber. Das 1,5-Grad-Ziel, was wir uns ja im Pariser Abkommen gegeben haben, was heißt, wir wollen mithelfen, dass die Erderwärmung nicht größer wird, wie 1,5 Grad, sondern drunter bleibt, damit wir eine lebenswerte Zukunft haben. Das können wir mit solchen Technologien möglich machen. Aus Deutschland für die Welt ist das, glaube ich, richtig angesetzt. Wir sind eine Industrienation, wollen das auch bleiben. Und ich sage immer gerne, wir brauchen die Öhre. Und dann fragen mich immer alle, was meinst du denn jetzt mit den Öhren? Ja, ich sage, wir brauchen die Monteure und die Ingenieure und alles dazwischen. Also alles, was wir in Deutschland an Fachkompetenz haben, wird benötigt, um die neue Welt zu kreieren. Die nächste Legislaturperiode, die 20. wird darüber entscheidend sein, dass wir die richtigen Weichen stellen. Ich freue mich, wenn wir es schaffen können, Olaf Scholz zum Kanzler zu wählen, wir als Abgeordnete. Und wenn Sie die SPD unterstützen, fände ich das wunderbar. Sie wissen, Sie haben zwei Stimmen. Eine Stimme für den Bundestagsabgeordneten und eine Stimme, die Kanzlerstimme für die SPD. Ich würde mich freuen und wünsche Ihnen bis zum 26. September alles Gute, alles Liebe und vor allen Dingen viel Gesundheit und sehr viel Sonnenschein. Jetzt kommen wir zu zwei, drei Fragen zum Schluss. Uns würde interessieren, in Düsseldorf, vor allem weil in Düsseldorf Süden kandidieren, Geschichte Itter und Himmelgeist, das soll am Rhein der Wahn fällig werden.
Können Sie vielleicht aber dazu was sagen, weil die Bürger sind nicht gerade so ganz begeistert. Ja, in der Tat. Wir wissen, dass die Starkwetterereignisse nehmen zu. Der Klimawandel ist da. Wir können es nicht mehr wegdiskutieren. Wir müssen uns dieser Situation stellen. Deswegen brauchen wir die sogenannten Klimaschutzmaßnahmen, also dass wir mit weniger CO2 wirtschaften. Ich habe eben was erzählt über den Wasserstoff und über die Frage der Energien, die auf uns zukommen, nämlich die Sonnenenergie. Aber wir müssen etwas machen bei den sogenannten Klimaanpassungsmaßnahmen. Wir wissen, dass Tiefgaragen volllaufen, dass Straßen überflutet werden, dass extremste Schäden entstehen an den Infrastrukturen, aber eben auch menschliche Schicksale da sind. Menschen kommen zu Schaden, Menschen sterben und das muss verhindert werden. Deswegen brauchen wir die sogenannten Retentionsflächen. Das sind Überflutungsflächen. Und die Überflutungsfläche in Himmelgaster Rheinbogen ist eigentlich eine ideale Möglichkeit, um sicherzustellen, dass auf der einen Seite der Rhein sich ausbreiten kann, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit besteht, dass die Bevölkerung geschützt wird. Und deswegen geht es um die Frage, wo kommt der Rheindeich hin? Da, wo er jetzt ist und wird erhöht oder zurückverlegt und da aufgebaut. Das ist eine Frage, wie gehen wir mit Baugelände um oder was wollen wir da eigentlich machen? Also wollen wir das zulassen, dass die Flächen, die wir für uns alle benötigen, damit es uns allen gut geht, geopfert wird und da einseitig gebaut wird? Ich finde, da muss man genauer hingucken. Zurzeit läuft ein Gerichtsverfahren und wir müssen das Urteil des Gerichtsverfahrens abwarten, damit wir wissen, was ist mit der Frage der Erhöhung oder nicht, weil dann müssen wir auch politisch entscheiden, was wir dann tun. Und ich bin davon geprägt, dass wir gucken müssen, was ist das höhere Gut? Und im Moment zeichnet sich das ab, das höhere Gut ist der Schutz der Menschen vor der Flut, vor Hochwasser. Und damit sichern wir ja die Vermögen, die da sind, also ne, dass die Leute dann eben dann auch nicht wohnungslos werden, dass ihre Wohnung dann zerstört wird und solche Dinge. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was Sozialdemokraten machen müssen. Allerdings ist es auch so, dass wir auch schauen müssen, wie kriegen wir das baulich hin, weil wir dann ja veränderte Pläne benötigen. Dann ist möglicherweise die Frage der Zeit, die da dazwischen liegt, zwischen neuer Planung und tatsächlichem Bau, eine schwierige. Ich jedenfalls plädiere dafür, alles dran zu setzen, dass auch aus Berlin Fördermittel kommen, damit eben ein guter Deichbau ermöglicht werden kann, speziell in Himmelgeist, aber eben auch Flutanpassungsmaßnahmen in den Stadtteilen. Ich glaube, dass es manchmal auch gut ist, wenn man so ein Deich ist ja wie so ein Flutschutt und so ein Flutschutt hätten viele benötigt in ihrer Eingangstüre. Ich glaube, auch das muss unterstützt werden finanziell. Wir wollen nicht, dass diese Starkwetterereignisse dazu führen, dass Menschen in Gefahr geraten und dass Vermögensschäden entstehen. Das Gegenteil ist wahr. Wir stehen eigentlich vor einer Menschheitsaufgabe und müssen jetzt wirklich begreifen und verstehen, dass wir uns nicht mehr alles erlauben können. Von dieser Seite viele Grüße an Andreas Vogt, der sich in dieser Seite sehr stark einsetzt mit der Alte Kastanie Verein. Die sind wirklich in dem Bereich sehr aktiv. Kommen wir zum weiteren Frage, weiteren Punkt ist Sicherheit. Bundesweit haben wir immer wieder Probleme, wenn die Jugendliche attackieren Sanitätskräfte, Polizei und. Gerade vor zwei Wochen in Düsseldorf Altstadt als Beispiel. Da muss es ja nicht nur Kreis, Land, aber vor allem auch Bund natürlich muss aktiv werden. In der Tat, das ist so. Wir Sozialdemokraten stehen für Sicherheit und zwar für die öffentliche Sicherheit und auch für die soziale Sicherheit. Das geht nämlich einher. Deswegen ist die Frage der inneren Sicherheit davon nicht wegzulösen. Was wir benötigen, ist ein angstfreies Düsseldorf. Wir müssen durch die Stadt gehen können, übrigens auch per Tag und Nacht. Wenn die Sonne untergegangen ist, will ich mich selber auch nicht unwohl fühlen. Und das ist in vielen Teilen der Stadt gegeben und an manchen Stellen kommt es tatsächlich dann zu Übergrifflichkeiten. Was ich besonders verwerflich finde, ist die Tatsache, dass heutzutage es offensichtlich en vogue ist, angezeigt ist, so eine Art Mutprobe oder ich weiß nicht was, dass junge Menschen glauben, sie müssten Rettungskräfte angreifen oder auf den Autobahnen langsam fahren, Handy rauszücken und was. Das ist übrigens an der Stelle dann keine Altersfrage mehr. Das will ich an der Stelle auch deutlich sagen. Ich glaube, dass die Respektlosigkeit, die in dieser Gesellschaft an so einem Punkt eingezogen ist, die muss benannt werden und da muss entschieden vorgegangen werden. Ich bin 58 Jahre alt. Ich hätte mir im Leben das nicht erlaubt, Polizisten anzugreifen, anzuspucken und in schlimmster Art und Weise zu beleidigen. Ich bin vor 3 Jahren, habe ich das gemacht, ich bin mit der Altstadtwache mit draußen gewesen, eine ganze Nacht von Samstag auf Montag. Ich darf sagen, es war beschämend, was wir dort gesehen haben.
Wir sind beispielsweise zu einem Rettungseinsatz gerufen worden, neben in der Höhe der Neanderkirche auf der Bolkerstraße, da wo diese Partymeile ist. Und ist ein Mann zusammengebrochen, den man rausholen sollte, und ihm zu retten, dass er eben dann auch ins Krankenhaus abtransportiert werden kann. Wir waren mit 5 Polizistinnen, also 4 in Uniform und ich selber mit dabei. Und dann hat der Streifenführer gesagt, wir gehen noch nicht rein, wir müssen warten. Ich sage, worauf warten wir denn? Da ist doch ein Mann zu retten. Nein, sagte, wir müssen mit mehreren Kräften da rein, weil wenn wir die Musik ausmachen und das Licht anmachen, dann fangen an, die Feiernden wahnsinnig zu werden und fangen an, uns zu pressieren, und wir müssen uns selber schützen, deswegen geht es nicht anders. Das war schon vor 3 Jahren der Fall. Der Mann wurde rausgeholt, gerettet, aber wisst ihr, was passiert ist? Als der RTW losfahren wollte, hat es einen riesengroßen Knall gegeben. Dann haben die Verrückten von der anderen Straßenseite einen Bierbecher unter den Vorderreifen gestellt und haben damit in Kauf genommen, dass der Mann noch zusätzlich geschädigt wird, weil es musste ein zweiter Rettungswagen rangerufen werden, der Mann musste umgebettet werden. Für mich das klare Signal und klare Zeichen. Das darf man nicht zulassen, sondern wir müssen mit den jungen Menschen reden. Repression ist das eine. Wir müssen klar machen, wer über die Stränge schlägt, der kriegt auch die Härte des Gesetzes. Mindestens die Strafmündigen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch dafür sorgen, dass wir Programme haben, dass junge Menschen erst gar nicht in die Situation geraten. Und im Übrigen auch nicht deren Eltern. Denn das ist ja verrückt, dass wir das erleben, dass ja auch Feuerwehrkräfte angegriffen werden, Sanitäter, dass ein Rettungseinsatz auf der Autobahn behindert wird. Rettungsgassen werden nicht gebildet. Und hinzu kommt, dass Handys gezückt werden, um ein spektakuläres Foto zu machen. Welche Respektlosigkeit. Und ich finde, in der Tat, da haben wir alle gemeinsam eine Verantwortung als Gesellschaft. Da haben wir aber auch eine Verantwortung als Politiker, egal auf welchen Ebenen, dafür zu sorgen, dass das rückwärts gedreht wird. Ich finde das jedenfalls absolut angezeigt und glaube auch, dass wir hier auch stark gemeinsam stehen müssen gegen solche Umtriebe. Selbst bin ich 40 Jahre bei der Wasserrettungsdienst gewesen, zwar nicht direkt betroffen, am Wasser haben wir immer weniger Rohre, aber ich bin immer entsetzt, wenn ich das höre, dass meine Kollegen so angegriffen werden. Das finde ich so traurig. So, kommen wir zur vorletzten Frage. Es geht ja um Hansbach, also um RWE. In 2030 soll da dicht sein. Ich durfte noch alles besichtigen, filmen. Dazu kommt auch noch separate Beitrag. Natürlich, alle da sind traurig, dass die da alles natürlich abbauen müssen. Und Frage zu dieser Sache, zu der Schließung, wie auch schaffen wir es nur mit anderen Möglichkeiten, mit den Windkräften und Solar, das alles aufzufangen? Wir schaffen das, ist ein berühmter Satz in einem anderen Zusammenhang. Aber weil ich gefragt wurde, wie schaffen wir das, allein nur das, weil es gibt die Alternative nicht. Die Alternative wäre, wir würden in Kauf nehmen, dass die Erde sich weiter und stärker erhitzt. Und das wären dann für uns alle, Verhältnisse, dass wir hier auf dieser Erde im Zweifel nicht mehr richtig leben können. Und ich muss sagen, deswegen das höhere Gut ist nicht der Abbau von Braunkohle und die Verbrennung von Braunkohle, sondern das höhere Gut ist zu verhindern, dass CO2 weiter in Umlauf kommt. Deswegen müssen wir den Kolleginnen und Kollegen, den Kumpelinnen und Kumpels vor Ort, aber auch auf der anderen Rheinseite im Rheinkreis Neuss, dann sagen, es gibt eine Alternative. Die Alternative ist tatsächlich, dass wir Wind- und Sonnenenergien einsammeln, also das, was uns natürlicherweise geschenkt wird, und dass wir das speichern. Ne, vom Tag in die Nacht und vom Sommer in den Winter. Da ist der Wasserstoff sicherlich eine der guten Möglichkeiten. Und tatsächlich ist es so, dass wir das ja geschafft haben. Denn wir haben einen Kohleausstiegsbeschluss gefasst, gesetzesmäßig. Bis 2038 ist die allerletzte Kohlegrube dann noch zu. Wir können das schon viel früher machen. Das ist aber abhängig davon, dass wir tatsächlich Windanlagen und PV-Dächer auch haben. Weil sonst können wir die Alternative nicht darstellen. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass wir da Vollgas geben an der Stelle und den Leuten vor Ort auch die Angst nehmen. Das haben wir gemacht mit dem Strukturwandelgesetz. Wir haben gesagt, wir investieren in eure Zukunft, in Infrastruktur, zum Beispiel in eine neue S-Bahn-Linie, die über Grevenbroich, Neuss nach Düsseldorf kommt. Ich habe mich dafür persönlich im Verkehrsausschuss einsetzen können, bin da mächtig stolz drauf, dass sie jetzt kommt. Da waren aber auch die Kollegen von der Union durchaus mitbeteiligt, weil wir ja, wenn wir etwas Gutes für die Region wollen, dann auch an der Stelle zusammenarbeiten. Eins ist ganz wichtig, dass wir in der Tat nicht nachlassen, und noch hier gilt der Kernsatz. Wir brauchen euch alle. Niemand wird irgendwie nicht gebraucht. Das Gegenteil ist wahr. Im Braunkohlenbereich und in der Braunkohlenverstromung arbeiten Menschen,
Vom Monteur bis zum Ingenieur. Wir brauchen euch alle für die neue Welt. Ihr könnt Rohre schweißen, ihr könnt Kabel zusammenlöten, ihr seid dazu in der Lage, mitzuhelfen, ingenieurtechnisch, aber eben auch mit den Händen Arbeit, das alles zu verbauen, was wir brauchen. Ich selber bin Elektromeister vom Beruf. Ich weiß da was von. Ich habe in dieser Stadt, in Düsseldorf, seit 42 Jahren baue ich die Stromnetze. Und bei der Netzgesellschaft, okay. Früher Stadtwerke direkt. Und ich weiß, dass es geht. Es ist eine Anstrengung, aber wie gesagt, es ist gute Arbeit, die dann auch sicher und gut bezahlt wird, weil da eine gute Mitbestimmung ist. Also die Betriebsräte helfen mit und die Gewerkschaften und wir von der Politik vorneweg. Deswegen Zutrauen, das kriegen wir hin. Ich will den Satz jetzt nicht wiederholen, aber es ist deswegen richtig, weil es gibt so ein Lebensmotto von mir. Wir können nur gemeinsam stark sein und das können wir auch da zeigen. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. 2 Tage vor den Bundestagswahlen hat Fridays for Future aufgerufen zur bundesweiten Demo am 24. Die wollen rauskommen zusammen mit der jetzt eigenen Partei, das ist die Klimaliste. Was sagen Sie zu den Jugendlichen, die gerade zum ersten Mal zum Wahl gehen? Warum ist wichtig, eigentlich SPD zu wählen und nicht die Grünen oder CDU oder alle anderen? Einmal finde ich es gut, dass sich junge Menschen engagieren, auch in dem Bereich. Die gehen seit langer Zeit auf die Straße und kämpfen dafür, dass sie uns sagen, also uns Älteren sagen, Mensch, verdammt nochmal, jetzt tut endlich was. Weil wenn ihr nichts tut, dann haben wir eine schlechte Zukunft, nämlich dann, wenn ihr nicht mehr da seid. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Deswegen herzlichen Dank an die vielen, vielen Jugendlichen, die da auf die Straße sind und uns ja auch wirklich aufzeigen, was wir machen müssen. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, warum soll man SPD wählen? Ich will mal vorneweg sagen, der erste Schritt ist, gehen Sie einfach wählen. Gehen Sie, nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Sorgen Sie dafür, dass wir auch demokratisch wählen. Also es gibt Kräfte und Parteien, die sich aufgestellt haben, die auch zum Teil im Deutschen Bundestag sind. Da muss ich Ihnen sagen, das geht gar nicht. Also mit Rassisten, mit Menschen, die ausgrenzen, mit Klimaleugnern, mit Menschen, die relativieren, damit will ich nichts zu tun haben und das sollten wir alle nicht machen. Deswegen bleiben Sie im demokratischen Spektrum. Und wenn Sie mögen, schauen Sie sich die Parteiprogramme an. Schauen Sie sich die Homepagen an, bei mir kann man das auch sehen. Und dann kommen Sie vielleicht zum Ergebnis und sagen, Mensch, also den Andreas Rimkus und den Olaf Scholz und seine SPD, speziell die SPD im Düsseldorfer Süden, ob in Himmelgeist oder wie hier in Fennhausen, die kann man unterstützen, weil die bodenständig sind, ehrlich, aufrichtig und das, was sie sagen, auch umsetzen und sich dafür einsetzen, dass sie es machen. Dann ist alles gut. Wissen Sie, es ist wie bei Fortuna. Wir lieben die Fortuna. Ich sehe hier den Anstecker auch. Wir lieben die Fortuna. Wir wissen, sie kann nicht immer gewinnen, aber sie setzt sich ein. Leider. Blutige Knie, das Trikot ein bisschen zerrissen und man sieht den Rasenabrief. Das ist entscheidend. Und wir tun das schon seit Jahren. Hier vor Ort in Fennhausen setzen wir uns ein für die Menschen und natürlich auch im Düsseldorfer Süden insgesamt. Und deswegen, ich freue mich, wenn am Ende das so ist, dass ich viele Stimmen bei mir versammelt sehe und bei Olaf Scholz, bei der SPD. Aber vor allen Dingen würde ich mich freuen, nutzen Sie Ihr Wahlrecht und gehen Sie wählen und wählen Sie demokratisch. Vielen Dank, Herr Rimk. Ja, Applaus, danke. Ja, vielen Dank, Herr Rimkes, für ein sehr nettes Gespräch. Also ich denke mir, die Düsseldorfer Bürger werden sehr viel erfahren, was sie vielleicht nicht gewusst haben. Und ich würde sagen, ich lasse Ihnen noch kurz das Mikro zum Schlusswort an die Düsseldorfer und ich verabschiede mich und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, liebe Düsseldorferinnen, liebe Düsseldorfer, liebe Wählerinnen, liebe Wähler, kleines Schlusswort. Was sagt man am Ende eines so umfangreichen Interviews, wo ich die Gelegenheit gehabt habe, ein bisschen aufzuzeigen, was jetzt notwendig ist, was wir gemeinsam tun müssen? Ich sage Ihnen eins, im Respekt vor Ihnen, im Respekt vor unserer gemeinsamen Zukunft, mache ich Politik in Berlin, aus Düsseldorf heraus und das wird sich nicht ändern, ob im Parlament oder nicht im Parlament. Ich werbe um Ihre Stimme, weil wir eine gute Stimme in Berlin benötigen, eine aufrechte Stimme. Ich stehe zur Verfügung und verabschiede mich und sage bis zum 26. September. Wir sehen uns sicherlich auf den Straßen in Düsseldorfer Süden bei vielen Gelegenheiten. Sprechen Sie mich an, ich bin immer da. Ich habe es ja schon gesagt, mein Lebensmotto ist tatsächlich, wir können nur gemeinsam stark sein.